19. August, 9 Uhr. In Sagtannen bei Schwerin erwartet das Unternehmen Greenlife eine neue Spritzgießmaschine mit einer Zuhaltekraft von 650 Tonnen. Zwei Transporter liefern die beiden Teile der Anlage. Die Spritz- und Schließeinheit wiegen zusammen rund 30 Tonnen und müssen mit einem Kran vom Transporter gehoben werden. Mit mehreren Schwerlastrollen befördern die Mitarbeiter die Einheiten von der Rampe in die Produktionshalle. Hier wird die Maschine künftig Produkte aus verschiedenen Recycling-Kunststoffen herstellen. Diese Materialien kommen direkt vom grünen Punkt. Kreislaufwirtschaft für das Recycling hat einfach Zukunft. Es ist einfach so, dass Produkte, die wir heute einmal verwenden, die muss man nicht irgendwo deponieren, in den Müll geben, sondern das sind wertvolle Rohstoffe, die man wiederverwenden kann. In einer Spritzgießmaschine werden bei rund 240 Grad die Kunststoffe verflüssigt und dann in eine Form gegossen. Ein Produkt entsteht dabei innerhalb von 20 Sekunden. Pro Stunde werden dabei 117 Kilogramm Kunststoff, wie beispielsweise Polyethylen oder Polypropylen, verarbeitet. Die Kreislaufwirtschaft fördert das Image der Plastikindustrie. Laut Neumann ist Recycling eines der zentralen Themen der Firma Greenlife.